keine Panik, es ist keine Poa Anua, es ist Blütezeit der Poa Supina. Ihr seht's, mein Rasen ist voller Blüten und ich bin trotzdem total happy. Ihr werdet euch jetzt fragen, warum? Tja, ich habe ja die Poa Supina drin und die Poa Supina blüht einmal im Jahr und das meistens im April und je nach Vegetation eventuell auch im Mai. Dieses Jahr ist sie wirklich extrem spät dran. Wir haben jetzt Ende April. Es hängt vielleicht auch da zusammen, dass ich meinen Rasen abgeschält habe, aber es war auch wirklich relativ kalt. Völlig egal, es fängt an, sie blüht und die Blütezeit ist jetzt so circa 2 bis 4 Wochen lang. Sie blüht, jede Pflanze blüht nur einmal. Wenn diese abgeschnitten wird, dann ist die Blüte weg. Und ich hätte einfach gesagt, wir gehen mal durch, denn ich zeige euch, sie blüht noch nicht überall. Und das ist auch ein Indiz dafür, dass die Vegetation extrem unterschiedlich ist. Wenn ihr auch die Poa Supina eingesät habt, so ging es mir zumindest das erste Mal, ich habe keine Ahnung gehabt, dass sie überhaupt blüht. Und da werdet ihr wahrscheinlich auch erschrecken, denn die Blüte sieht wirklich aus wie die Poa Anua auch. Eine kleine Besonderheit gibt's: sie wird meistens eher violett, die Poa Anua eher grünlich und daran könnt ihr es etwas unterscheiden. Und einziger Vorteil, beziehungsweise das einzige Vorteil, sehr großer Vorteil ist natürlich, wenn sie einmal abgemäht ist, kommt sie auch nicht mehr. In diesem Bereich hatte schon vor circa eine Woche, 10 Tage angefangen. Da war die erste Blüte zu sehen. Dieser Bereich ist immer jedes Jahr deutlich schneller von der Vegetation als mein restlicher Rasen. Das hängt damit zusammen, die Hauswand strahlt die Wärme wieder ab und ist volle Südseite und somit ist die Seite hier schon deutlich besser. Ich habe hier nur noch vereinzelt Blüten drin. Hier breitet sie sich aus, hier wird sie stärker. Und wenn wir jetzt auf die gegenüberliegende Seite gehen, wo wir uns im Schattenbereich befinden, da ist wirklich noch keine einzige Blüte zu sehen. Das bedeutet aber nicht, dass hier keine Poa Supina drin ist, denn diese, wie gesagt, kommt erst in circa 2 oder 3 Wochen. Und somit zieht sich das Ganze dann auf circa 2 bis 4, vielleicht auch 5 Wochen, je nach Wetter, je nach Vegetation. Und in dieser Zeit, bin ich ganz ehrlich, sieht der Rasen richtig hässlich aus. Ich wurde auch schon von den Nachbarn gefragt, warum ich plötzlich so viel Unkraut drin habe. Selbst meine Tochter hat gefragt, sie hat ein Unkraut entdeckt, ob sie es rauszupfen darf. Ja, so schaut's aus. Das ist halt der Nachteil. Aber es hat einen entscheidenden Vorteil. Und ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Ich habe ein Mäher dort stehen, denn die Blüten werden jetzt nicht aufgesammelt mit einem Fangkorb, sondern sie werden gemulcht. Ich freue mich total, denn dieses Jahr ist das erste Jahr, dass ich einen richtigen Mulchmäher dafür einsetzen darf. Ich habe seither immer anders gemacht. Also im Großen und Ganzen war es eigentlich gleich, nur die Mähtechnik war etwas anders. Ich gehe jedes Jahr her, sobald die Blüte anfängt, sammle ich das Schnittgut nicht mehr auf, sondern ich versuche, so viel es geht zu mulchen. In den Anfangsjahren, da habe ich mein Robi dazu benutzt. Klar, er mulcht so oder so, aber ich habe dann immer 1 oder 2 Tage Mähpause gemacht, damit die Blüte etwas reifen kann und einfach höher wachsen kann, weil ihr seht es vielleicht auch, die Blüte wächst deutlich stärker als der Rest vom Rasen und der Robi soll sie dann abschneiden. Das habe ich seither gemacht. Die letzten 1-2 Jahre habe ich dann Spindelmäher eingesetzt, auch gemulcht. Da muss man natürlich relativ häufig drüber. Und dieses Jahr kann ich endlich einen richtigen Mulchmäher einsetzen. Und da bin ich gespannt, ob einfach die Blüte nochmals besser verteilt wird oder nicht. Denn diese haben halt einen ganz klaren Vorteil. Wenn ich jetzt einen Mähroboter oder einen Spindelmäher nehme, der schneidet halt relativ viel ab. Das Gras braucht relativ lange, bis es verrottet. Und der Mulchmäher, der macht richtiges Püree draus. Und der Samen soll dann richtig tief in die Grasnarbe fallen. Ja, wie gesagt, ich lasse immer die Gräser richtig gut wachsen, einfach mal 4, 5, 6 Tage nicht mähen und dann auch mal gern auf die Ein-Drittel-Regel verzichten, runtergehen, mal die Hälfte runter, sodass wirklich jede Blüte erwischt wird. Ja, ich bin ganz ehrlich,
Ob es was bringt oder nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich bin kein Saatgutexperte. Würde mich gerne mal interessieren, ob es wirklich auch was bringt, ob die Samen auch reif genug sind zum Keimen. Vielleicht ist da von euch einer dabei, der sich da noch besser auskennt. Oder vielleicht schaut auch der Supina-Züchter zu. Das würde mich richtig freuen, wenn er sich einfach mal meldet. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass es was bringt. Denn nach der Blütezeit, so im Juni, Juli, wachsen komischerweise aus meinem Steinbeet und aus meinem Pflasterbeet wachsen komischerweise reine Supina-Samen oder Pflanzen raus, was ich immer mühselig rauszupfen muss. Das ärgert mich wirklich jedes Jahr und das ist eigentlich auch ein Indiz dafür, dass es wirklich funktioniert. Ich stelle ihn erstmal ganz tief, so tief es geht. Das sind hier jetzt dank dem Tieferlegungsset 25 mm, 24 mm so rum. Und ich schneide normal immer auf 16, 18 mm. Somit erwische ich jetzt relativ viel. Wird auf jeden Fall richtig cool. Echt der Hammer, der zieht voll durch, das ist echt brutal, ich bin es gar nicht gewohnt von meinem Makita mit 36 Volt, der würde das nicht schaffen auf der Schnitthöhe. Ich bin jetzt mal gespannt, ich schaue mir jetzt mal den ganzen Mulch an. Da wo ich jetzt natürlich aufhöre, ist klar, das ganze fällt jetzt wieder runter. Somit ist es eigentlich völlig logisch, dass der jetzt hier deutlich viel mehr Mulch hat als normal. Wenn ich weiterfahre, ist das alles weg. Und schaut euch das mal an. Der ist, Hammer. Das ist wirklich totales Püree. Der ist richtig zerschmettert. Das verrottet wahnsinnig schnell und schön die Blüten, die sind halt jetzt richtig schön abgemäht. Also richtig cool. Ey, mega. Ich bin wirklich total begeistert. Wahnsinn. Richtig cool. Ich bin gespannt, ob der Akku hält. Das ist ein 5 Ampere Akku für 300 Quadratmeter. Er war vorher voll. Ich mähe einfach weiter und zerhäcksel das Ganze nochmal. So, schon erledigt, gemäht und jetzt werde ich noch, also ein kleiner Tipp an euch, ihr könnt jetzt noch mit dem Sand drüber gehen, ein Top-Dressing machen, mit dem Rasenrakel kurz verteilen. Zum einen tut ihr erstmal Unebenheiten entfernen und vor allem zum anderen habt ihr auch gleich den entscheidenden Vorteil, der Samen, der reingefallen ist, der wird jetzt überdeckt, abgedeckt und somit erhöht ihr auch die Wahrscheinlichkeit, dass er keimt. Okay, zum Mäher, da bin ich euch auch noch ein Update schuldig. Der Akku, er hat jetzt noch ein Strichchen, habe ich gerade gesehen, genau.
Ein Strich hat er noch. Das bedeutet, ein 5 Ampere-Stunden Akku hat 300 Quadratmeter jetzt gereicht. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin bei 25 mm. Brutal dichter Rasen. Er hat relativ viel zu tun gehabt. An ein, zwei Stellen hat er richtig zu kämpfen gehabt, aber er hat es immer geschafft. Er ist nicht einmal in die Knie gegangen. Richtig cool, muss ich auch sagen. Er ist total handlich, auch um den Spielturm rum. Funktioniert er wirklich sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem auch die Abstreifer. Als ich gedacht habe, ist eher so ein Spielzeug, aber funktioniert richtig gut. Da merkt man richtig, dass das Ganze wirklich fürs Mulchen gemacht ist und dass die sich auch was dabei gedacht haben. Okay, gut, ich bin soweit durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn noch Fragen sind zu Poa Supina oder allgemein Fragen, einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.